Wirklich. Was? Wirklich. Ehrlich? Wirklich, ja. Wirklich. Ich bin fertig. Wer von euch kann sich an diese nette Dame erinnern? Wie lange stehen Sie schon hier? Seit 4:15. Seit 4:15 schon? Sie bekommen diesen Preis und machen heute Feierabend. Sind Sie nicht zufrieden mit der Rente? Nee, die ist also, naja. Naja, es geht. Ich freue mich. Ja, freut mich. Jetzt gibt's erstmal Feierabend, ne? Ja. Roswitha hatte damals 200 Euro für den Stand bekommen, dann haben wir noch am Stand noch ein paar Sachen verkauft, dann kamen wir ungefähr auf 300 Euro. Mit diesen 300 Euro ist Roswitha über Silvester in den Schwarzwald gefahren. Da hatte sie mir aus dem Schwarzwald sogar noch einen guten Rutsch gewünscht. Ja, liebe Leute, die Story mit Roswitha geht mir sowieso nicht aus dem Kopf. Dass Rentner wie sie zweimal in der Woche um 5 Uhr morgens irgendwo auf dem Flohmarkt stehen müssen, um ein paar Groschen dazu zu verdienen, das geht mir nicht aus dem Kopf. Eigentlich sollte man im Rentenalter das machen, worauf man Spaß hat. Hobbys, Reisen, entspannen, einfach das Leben genießen und nicht noch irgendwo arbeiten zu gehen, damit man genug Geld fürs Überleben hat. Und genau deswegen habe ich Roswitha heute angeschrieben und gefragt, ob sie morgen auf dem Flohmarkt anzutreffen wäre. Sie meinte aber zu mir, dass die Flohmärkte in Mannheim noch geschlossen wären. Und genau deswegen möchte ich Roswitha und einer Person, die sie gerne mitnehmen möchte, einen schönen Urlaub schenken. Ich rufe Roswitha jetzt an und versuche für morgen irgendwie ein Treffen zu organisieren. Sie darf von nichts wissen, das wird nämlich morgen eine Überraschung werden. Also wünsch mir mal Glück. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit. Also erstmal nicht erreicht, aber vielleicht ruft sie zurück. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Roswitha. Hallo, grüß dich. Ja, wie du, ha? Schon lange nichts mehr gehört voneinander, gell? Ja, das stimmt, das stimmt. Das sind jetzt schon fast ein halbes Jahr. Nee, ja, gut, ja, ja, gut, ja, gut ein ja, halbes ja, Jahr. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Ach ja, mir geht's gut, ja. Ja, wunderschön. Ja, ja. Corona gut überstanden. Ja? Wie war es denn ohne Flohmarkt? Erzähl mal. Schlimm. Echt? Also da fehlt wirklich was, gell? Da fehlt was, ne? Roswitha, du hast ja gesagt, ja. Du wärst ja morgen dann sowieso, wenn es offen hätte, um 10 Uhr da. Hättest du morgen ja. um 10 Uhr Zeit, dass wir uns mal treffen? Gerne, wo denn? Irgendwo in Mannheim können wir uns gerne treffen, aber... Nach Mannheim fahre ich nicht gern. Ach so, du fährst nicht gern nach Mannheim. Wir können uns da auch in Brühl treffen. Ja, wo denn? Von mir aus da auf dem Platz, wo wir uns letztes Mal getroffen haben. Okay. Oder wir gehen irgendwo Kaffeekuchen essen, weil ich hätte vielleicht eine kleine Überraschung für dich. Aha, aber nichts Schlimmes. Nee, bei mir gibt es keine schlimmen Überraschungen. Nein. Okay, bin ich um 10 Uhr da beim Real. Okay? Ja, okay. Okay, wunderbar. Dann treffen wir uns um ja, 10 Uhr morgen okay. beim Real, ja? Ich freue mich. Jawohl, alles klar, Roswitha. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Also lustig, dass ihr fragt, aber nichts Schlimmes, oder? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie reagieren wird. Also, liebe Leute, wir sehen uns morgen. Wir fahren jetzt zur Roswitha hier auf dem Platz, wo wir uns das letzte Mal getroffen hatten, auf dem Flohmarkt. Und heute ist kein Flohmarkt, wie man sieht, aber sie müsste eigentlich da sein. Ich glaube, da ist ihr Auto. Guck mal. Wo? Das war das, dieser Pick. Nee, dieses. Fahr mal zu dem LKW da vorne. Da vorne. Das ist das Schwarze. Hallo, liebe Hallo, Roswitha. Na, wie geht's dir? Hallo. Alles klar? Alles klar. Schön, ja. dich zu sehen. Oh ja, schön, gut, dich zu sehen. Schön, dass du da bist. Ja. Und mir das Vertrauen geschenkt hast, herzukommen. Ja, ja. Wie geht's dir? Ach gut, ja, mir geht's gut. Ja? Ja, ja. Schön siehst du aus. Oh, danke. Ich habe die Corona-Zeit gut überstanden. Ja. Sei Dank, ja. Ja. Das ist schön. Aber halt ein Blödsinn, dass es keinen Flohmarkt gab. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Aber jetzt ja. langsam kommen sie, glaube ich, wieder. Ja, aber ist noch nichts bekannt, dass irgendwas wieder ist. Wie war dein Urlaub? An Silvester. An Silvester. Ja, im Schwarzwald. Echt? Super, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay, ja, alles klar. Und da ist ein Taxi. Du könntest dein Auto stehen lassen. Wir fahren nach Mannheim. Und ich würde sagen, wir unterhalten uns im Auto einfach weiter. Ja, ja. Okay. Lass dich überraschen einfach. Ich möchte die Überraschung nicht nehmen. Aber nichts Schlimmes. Nein, aber ey, Schlimmes gibt's nicht. Okay, wir warten hier am Auto, ja? Ja, ja. Bis gleich. Bruder. Du bist der beste Mann, ich schwöre auf alles. Du auch. Walla, die Idee ist pervers. Du ich habe jetzt angerufen ja. und das Reisebüro ist dabei. Echt? Laber doch keinen Scheiß. Walla auch. Nein! Yalla. Wie geil! Leute, wie geil ist das denn? Weil der Ahmed, der hat jetzt so lange mit Reisebüros telefoniert, ob die irgendwie Lust haben mitzumachen und bei der ganzen Aktion. Und ja, Digga, oh mein Gott. Einmal bitte. So. Ist das dein Auto? Das ist von ihm. Von ihm? Ja. Ja, was habt ihr denn mit mir vor?
Also ich freue mich gerade so auf diese Überraschung. Ja. Dass ich mich auch freue, dass du nicht weißt, was wir machen. Wie lange bist du schon immer zweimal in der Woche auf dem Flohmarkt? Wie lange machst du das schon? Ach, du liebe Zeit, wie lange ist denn das schon her? 3 Jahre. 3 Jahre? Immer zweimal die Woche. Ja, ja. Das nächste Mal geht ihr beide verkaufen. Oje, oje. Ja, wollen wir mal einen Tag zusammen verkaufen gehen? Ja, dann muss ich aber morgen zum 6:30. Egal, das mache ich. Wenn du das kannst, kann er das auch. Dann treffen wir uns dort, ich lade dir alles aus. Wirklich? Oder wir treffen uns bei dir, ich lade dir alles ein. Ja, das muss ich aber einen Tag vorher machen. Ja, egal, kein Problem. Das mache ich einen Tag vorher, ja. Würdest du dir wünschen, was anders wäre jetzt an diesem ganzen System, dass man sich die Rente aufbessern muss? Was hast du denn? Ach Gott, was soll ich denn da sagen? Gut, ich hätte gerne ein bisschen mehr Rente, das stimmt. Aber wenn man ein bisschen spart und nicht so großartig ausgeht und alles, dann reicht das alles. Ja, was heißt sparen? An was muss man denn sparen? Ja gut, du kannst nachher nicht alles erlauben, das ist klar. Ich kann nicht wie andere eine Reise machen für 1000 Euro oder für, was weiß ich, oder Schifffahrt oder so irgendwas. Das kann man alles nicht machen. Okay. Ich habe ja 2 Schwestern in Amerika. Ah, echt? Und ja, die eine in Colorado und die andere in der Nähe von Chicago. Was hast du im letzten Video gesagt? Ich suche einen Mann mit viel Geld. Der muss nicht viel Geld haben, aber der muss gescheit sein. Was heißt gescheit? Also mal auch Lust haben, irgendwo hinzugehen, mal in Urlaub zu gehen oder mal mich zum Essen ausführen oder so irgendwas. Ne? Hast du ein Profil, wo du sagst, okay, der Mann muss es sein? Nee. Er muss einfach, welche Charakterzüge muss er haben, nee, so wie du gesagt hast? Ich muss den auf Anhieb mögen. Ja? Ja. Also, liebe Leute, es ist ein ernsthafter Aufruf, wirklich. Oh, ja. Es ist jetzt kein Spaß. wenn jemanden kennt, der in dieses Profil passt, der gerne reist, was im Kopf hat und gescheit ist. Und auf jeden Fall, ganz wichtig, es geht hier nicht um den deutschen Pass. Ne? Das ist wirklich. Das ist die ganze Sache hier. Dann meldet euch, Leute. Wirklich. Das wär wirklich schön, wenn wir jemanden finden, wo Roswitha sagt, okay, das könnte wirklich einer der Mann sein, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringe. Oder? Das wäre echt schön, oder? Ja, aber getrennte Haushalte. Getrennte Haushalte? Hast du schon einen Kaffee getrunken? Ich habe schon 2 Kaffee getrunken. Echt? Okay, dann kriegst du jetzt einen Red Bull. Red Bull? Ja. Verleiht Flügel. Ja. Genau. Ich trinke Bier. Aperol trinke ich gern. Ja? Wein? Aperol oder... Aperol, ja. Oder aber nicht um 11, oder? Schorle. Warum nicht? Warum nicht so, okay? So, liebe Roswitha, einmal auf den Tag. Prost. Auf den Tag. Du wirst mich aber nicht umstylen wollen. Nee, umstylen? heute machen wir ein Umstylen mit der Roswitha. Wir gehen mit der Roswitha jetzt eine Shisha rauchen. Ja. Ach, du liebe Zeit. Hast du mal Shisha? Ja, haben wir schon gemacht. Ja. Hast du mal Shisha? Nee, ja. Wo in der Türkei? Ja. Echt? Ja, ja. Und wie war's? Ja, ganz gut. Liebe Russ, wieder einmal hereinspaziert, bitte. Aha. Ah, doch, Friseur. Ja, genau. Ja, genau, wir sind beim Friseur. Ja, jetzt kriegst du die. Genau. Sag mal. Kann nicht wahr sein, oder? Setz dich. Also, wir waren selber noch nicht hier. Aha. Gibt's erstmal einen Haarschnitt. Aha. Meine Tochter, die wird sagen, Mutti, bin ich mit meinem Haarschnitt nicht mehr zufrieden. Wo ist denn da jemand? Das ist doch ein Reisebüro. Das ist ein Reisebüro. Okay. Hallo, servus. Hallo, servus. Guten Tag. Wir haben telefoniert. Der Bartmann hat eine tolle Idee gehabt. Er rief mich gestern an und meinte zu mir, hey Ahmed, die Roswitha, die verdient. Und deswegen sind wir hier. Du darfst dir eine Freundin aussuchen und wir schicken dich in den Urlaub. Mit einer Freundin? Egal, eine zweite Person. Oder meine Tochter. Oder die Tochter. Wirklich. Was? Wirklich. Ehrlich? Wirklich. Das ist ja mal eine Ansage. Das finde ich ja mal toll. Oder hast du vorhin noch gesagt, ich kann mir das nicht leisten, Reise 1000 Euro. Nee, kann ich nicht. Also, kann ich nicht. Da reicht meine Rente nicht dazu. Ich bin fertig. Gibt's das? Ja. Hab ich so viel Glück im Leben? Gibt's das? Hast du damit gerechnet?
Nee. Ihr habt mich angerufen und im Moment ist bei uns wirklich sehr, sehr schlecht eigentlich. Also bei uns läuft gar nichts. Wie ist es mit Corona? Corona, die Leute alles, trauen sich alles nicht. Kaputt gemacht. Die Leute trauen sich nicht, die durften ja auch eine Zeit lang nicht. Ja. Das Problem bei uns ist ja auch, wir haben ja auch im November, Dezember, Januar, Februar, März, da wo Corona noch nicht da war, sage ich mal, Buchungen gehabt. Die Buchungen sind auch storniert worden, sprich die Provisionen, die wir verdient haben, die haben wir alle zurückgezahlt. Ne? Oh je. Also, ja. Sprich, wir haben doppelte Arbeit gehabt eigentlich. Also ich hab hier daran gedacht, dass wir einen Gutschein in Höhe von 1200 Euro ausstellen. Mhm. Ja. Wow, da kann ich schön Türkei. Tunesien, Griechenland, irgendwo hingehen. Das kannst du dir aussuchen. Ja, das kannst du dir aussuchen. Oder auf eine Schifffahrt. Ja. Darum kümmert sich dann er. Ja. Also du bekommst einen Gutschein hier für 1200 Euro. Kannst jemanden mitnehmen und kannst hinfliegen, wohin du möchtest. Ich kann aber auch alleine verbrauchen. Du kannst auch alleine. Der ist auch nicht zeitlich gebunden oder so, also ist egal. Wunderbar. Wann du möchtest, kommst du vorbei. Ah, ich liebe euch. Das Reiseland übernimmt ja einen Teil der Kosten von diesen 1200 Euro. Wie viel war das? 600 Euro übernehmen wir, die Hälfte. Wahnsinn. Krass, einfach nur krass. Halbe, halbe. Einfach nur krass. Und die Hälfte übernehmen wir. Das ist Hammer. Vielen Dank. Das ist wirklich Hammer. Wirklich toll, Hammer. Also guck mal, dafür, dass wir vor einer Stunde hier angerufen haben, der nette Herr uns nicht mal kennt und so eine Aktion mitmacht, obwohl es durch die Corona-Krise so schlecht geht. Wirklich, Respekt von mir, wirklich, Leute. Und ich lege dann auch wirklich auch jedem aus Mannheim und außerhalb ans Herz, wenn ihr eine Reise buchen wollt, weil dieser Mann so ein Ehrenmann ist, kommt einfach hier vorbei. Ja, wirklich, weil so eine Aktion muss man wirklich unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es super von euch, also ist wirklich toll. Allein, dass ihr daran an sowas denkt überhaupt, ja, sowas zu machen. Und da kann man eigentlich nicht Nein sagen, da muss man unterstützen. Das finde ich wirklich eine tolle Sache. Ich hoffe, es gibt mehr davon, dass man Leute einfach unterstützt. Dass auch Leute, die, sage ich mal, Rentner oder finanziell auch ein bisschen schlechter dastehen, sage ich mal, auch die Chance bekommen, einfach zu fliegen, Urlaub zu machen und auch mal das Leben zu genießen. Im Urlaub einfach mal abschalten. Ja. Ja. Also, ich freue mich riesig. Ja. Ich freue mich riesig. Da könnte ich ja direkt nach Amerika fliegen. Wie oft müsste man dafür auf den Flohmarkt? Für 1200? Ja. Das ganze Jahr. Das ganze Jahr? Mindestens. Das ganze Jahr. Ja. Ja. Das ganze Jahr. Also. Bisschen Schatz, komm her, Junge. Meine Güte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schön. Mit allem hätte ich gerechnet, aber mit sowas nicht. Kann ich Ihnen nur alle miteinander sagen, kommen Sie zu diesem Mann. Das ist der ist so nett, der ist so kultisch. Ich bin euch schon herzklopfen. Hast du verdient? Es lohnt sich doch immer wieder, mal sowas zu machen, um Flohmarkt zu gehen. morgen ist der Flohmarkt voll. Super, vielen, 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 vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Also ich wollte es auch gut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dass ich da überhaupt mitmachen kann, finde ich ganz toll. Dankeschön. Du bist gerne ein Mensch, der gerne reist und deswegen war es perfekt für dich. So. Ja. Deswegen, also freut mich. Yes, ne. Also liebe Leute, nicht einer. Wir halten euch auf dem Laufenden und ich wünsche dir, Roswitha, noch einen weiteren schönen Tag. Danke dir auch. Und euch auch, euch beide. Ne? Dankeschön. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass ihr mich so überrascht habt. Ja, es hat, also hat so uns sehr gefreut. Überraschung hätte ich öfters. Jawohl, danke. Also, liebe Roswitha, du sagst uns Bescheid. Ich sag euch Bescheid. Ich also. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich sag nochmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne, freut mich. Ja. Dankeschön. Kann ich noch einmal Dankeschön sagen? Gerne. Also ich bin gespannt, liebe Roswitha. Ne? Komm gut nach Hause. Jawohl, ihr auch. Fahr vorsichtig. Also meine Liebe, ciao.